Das ist Ihre Wohnung hier in Erfurt. Wie oft sind Sie denn hier? Ja, eigentlich die ganze Woche. Also normalerweise von Montag bis Freitag häufiger aus der Hand. Und am Wochenende sind Sie dann im Eichsfeld? Ja, wenn nicht Veranstaltungen sind, hier in Erfurt, dann bin ich auch hier. Aber man kann schon davon ausgehen, dass ich versuche, Sonnabendnacht oder auch Sonntag im Eichsfeld zu sein. Wann beginnt denn Ihr Tag immer? Na, wie jetzt, so zwischen 6 und halb, 3 oder 7 stehe ich auf. Wenn Sie die ganze Woche hier in Erfurt sind und Ihre Frau im Eichsfeld, wie oft sehen Sie sich da? Naja, eben am Wochenende. Manchmal kommt sie auch nach Erfurt, wenn Veranstaltungen sind. Übernachtet mit hier, aber das ist nicht oft. Dass wir uns im Regelfall am Wochenende sehen, wenn ich also nach Hause komme. Oder wenn sie mich mal begleitet bei Veranstaltungen. Sie sind ja noch nicht in der üblichen Arbeitskleidung. Ja, das versuche ich immer einmal die Woche, dass ich dann trainiere, entweder im Studio, was für die Fitness tue, oder aber laufe im Steiger. Und das mache ich immer Mittwoch früh um 7 Uhr. Das passt ganz gut, weil danach Fraktion ist. Ja, ein bisschen Wurst, Butter, Marmelade, Wasser, Milch. Naja, gut, was ich halt so esse jeden Tag. Ja, im Auto kann ich gut arbeiten. Ja, also da lese ich und arbeite meine Post durch und schreibe und es geht sehr gut. Macht man sich da fit für den politischen Gegner? Ja, auch. Aber es geht auch ein bisschen oder hauptsächlich um die Kondition. Und ganze Muskelaufbau und die Bänder, dass das in einem vernünftigen Miteinander bleibt. Tschüss. Ja, jetzt Fraktion. Um 9 Uhr gehe ich ins Büro. Dann ist Mittag eine Besuchergruppe da, mit der ich ein Gespräch habe im Thüringer Landtag und in der Staatskanzlei. Dann habe ich einen Gesprächstermin in der Staatskanzlei. Und um 14 Uhr beginnt dann das Plenum. Wir haben jetzt 3 Tage Plenum. Heute Abend habe ich dann wieder einen Termin in Erfurt. Ja, morgen ist dann Plenum, gleich von früh um 9 Uhr. Vorher bin ich im Büro. Das ist ein Ganztagesplenum. Es wird also bis abends gegen 20 Uhr gehen. Abends habe ich einen Termin in Erfurt. Und am Freitag ist wieder Plenum. Da habe ich früh Präsidium. Dann Plenum um 9 Uhr. Auch wieder ein Ganztagesplenum. Und abends um 18, 19 Uhr habe ich dann Landesvorstand zum Ausgang des Jahres. Am Sonntag sind dann Vormittagsveranstaltungen. Und am Abend habe ich dann den Jahresabschluss meines Fußballteams. Ja, und dann ist 3. Advent, Sonntag.